Ja, also ich habe heute ein paar Videos vor, in einem schönen Wald. Und es gab schon mal ein paar Nachfragen, wie ich Videos mit dem Galaxy Note 3 drehe und dann auch mal mit dem Stativ. Und die Lösung ist sowas von simpel, da ich auch jetzt mit dem Note 3 drehe, dient als Galaxy Note 3 Ersatz die Mappe meiner meiner Zulassung vom PKW. Das ist wie folgt. Das hier ist ein ganz normales Stativ. Dann nehme ich hier so eine Klemme. Die kriege ich hier in einem Baumarkt für, ich glaube, 50 Cent. Und dann klemme ich hier einfach das Galaxy Note 3 hier ein. Und dahinter befinden sich ein paar, also hier, damit es nicht zerkratzt. Und hinterm Telefon befinden sich dann so kleine Pads, damit das Stativ und das Telefon nicht zerkratzt. Und dann zeige ich euch, wie ich bei Regen damit filme. Augenblick. Ich stelle mal kurz auf Pause. Oder mal gucken, ob ich eine geeignete Position finde fürs Telefon. Ist ein bisschen schwierig. So. Ich hab das jetzt einfach auf den Baumstamm. Duck-Tipp. Immer dabei? Klar. So, ich muss mir vorstellen, jetzt habe ich hier das Stativ oder Tripod, wie man in England sagt, oder Amerika, hochdrehen. Das ist ein ziemlich günstiges aus dem Real für ca. 10 Euro. Nicht so gut wie nichts. Passt in den Assault 2 rein. Nehme ich mir hier zwei Streifen von meinem Sacktape. Sacktape ist für alles gut. Dann mache ich das hier fest. So. Und so kann man filmen. Ziemlich simpel, oder? Da braucht man sich keine teure Kamera verkaufen, wenn man ein HD-fähiges Telefon hat. Das war's. Und jetzt geht's zu den richtigen Filmen. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich.